Jeder von euch ist auf richterliche Weisung hier und das heißt, das hier ist kein Urlaub. Das hier ist eure letzte Chance. Damit das hier funktioniert, gibt es ein paar Regeln. Keine Gewalt, kein Alkohol, keine Drogen. Handys sind auch verboten. Und wir haben ein paar Termine, an die sich auf jeden Fall gehalten werden muss. Wer das nicht macht, der fliegt hier raus und er tritt seine Haftstrafe an. Was für ein Riesenvieh, Alter. Jonas? Also. Was? Wenn ich Eier mache, dann esse ich sie auch. Letzte Warnung, zurück in die Pfanne. Ja. Alles klar, dann mach ich das für dich. Willst du mich verarschen? Wenn ich was koche, dann mach ich das auch. Wenn du keinen Ärger willst, dann machst du das jetzt. Aber ich werde das nicht. Nix aber. Ich warne dich. Knecht. Alles okay bei dir? Nee. Was ist denn los? Ich mag's hier nicht. Du kannst nicht immer den Kopf für ihn hinhalten. Was soll das jetzt heißen? Das soll heißen, dass ich dir nicht glaube, dass du mit den Drogen was zu tun gehabt hast. Und wie ist es hier oben? Richtig mies, würde ich sagen. Hey, hallo. Hey, lass mal das Messer weg. Ihr seid die Kriminellen, oder? Monika Binder, ich bin hier die Leitung. Kommen Sie rein. Es geht ja hier nicht einfach nur um kriminelle Jugendliche. Es geht hier um Kinder, die eine Geschichte haben, die Fehler gemacht haben bis hierher und die eine Chance verdient haben. Die Jungs sollen hier oben lernen, dass es Verhaltensalternativen gibt, dass sie arbeiten, dass sie einen Tagesablauf haben. All das, was sie eigentlich in ihrem Leben bisher noch nie wirklich gelernt haben. Und wenn wir ihnen diese Chance nicht geben, wer denn dann?